Kannst du halt nicht essen. Es ist viel zu gefährlich, dass da irgendwo Splitter noch drin sind oder so. Auf jeden Fall komme ich mit diesem kaputten Glas hier oben an, wo die Hotdogs noch drin sind. Der Hausmeister guckt mich an. Ich so, ich habe es versucht. Ich habe es versucht. Ich habe sie gekauft, aber ich bin gescheitert. Und er hat angefangen zu lachen. Das ist die traurige Geschichte meines Lebens. Ich bin unfähig, Hotdog-Würstchen zu kaufen und sie heil nach Hause zu bringen. Ja, so viel dazu. Nein, aber die Rinderrouladen habe ich geholt. Ich habe auch alles andere geholt. Wir können morgen Rouladen machen. Mit Kartoffelklößen. Also wir, damit meine ich und ihr könnt dann mir dabei zusehen, wie ich kläglich scheitere an dem Versuch, Rouladen zu machen. So. Ich glaube, den brauche ich jetzt erstmal nicht. Wir haben eine defekte Pistole. Wir müssen in den Verarbeitungsraum. Oh, warte mal, mir fällt gerade was ein, was wir machen können. Ha, Sekunde. Mann, jetzt habe ich das doch alles so super eingestellt und gemacht und getan, ne? Muss ich das doch auch mal machen. Und zwar werde ich den Pulsmesser mit anschließen. Heiß, ich brauche einmal das. Zack, zack. Oh Mist, wie hieß das denn nochmal? Oh Mist, wie hieß das denn nochmal? Sekunde, habe ich gleich. Android. Phone. Android.
Mister Unterstrich Barschur. Ja, moin. Bem, hallo Barschur und hallo Pommes. Vorerst überspringen. So, warte. Dann. Wo ist es? Da. Ah, warte. Link zu Windows. Fupp. Wiederholen. So, Küche gerettet. Mann, Hund und Kind in Küche. Schlechte Kombi. Ein Pommes! Ja, hallo. Frage des Tages. Wann spendet ihr einem Streamer aus gegebenen Anlass? Nein, da. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich hatte doch Quellen. Bildschirmaufnahme. Abbrechen. Fensteraufnahme. Zack. So, Sekunde. Anfrage erneut senden. Jetzt starten. So, das. Dann starte ich mal eine sportliche Aktivität. So. Dann schnibbeln wir uns das hier jetzt nämlich einmal zurecht. So, dann könnt ihr nämlich sehen, ob ich hier einfach nur Blödsinn laber oder ob das gerechtfertigt ist, dass ich so Angst habe. Ha. Warte, warte, warte. So, und der Death Counter fehlt auch noch. Browser, zack. Der, okay. Wieso ist der Death Counter denn nicht drin? Unfassbar. Hä, ich bin noch. Bin ich noch nie in. Bin ich noch nicht gestorben? Krass. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. So, meine lieben Freunde. Aus gegebenen Anlass. Ach, ich habe heute einige Zeit damit verbracht, mich mit PayPal auseinanderzusetzen, weil ich zwei Rückbuchungen hatte. Also zwei Sachen wurden zurückgebucht. Und ja. Dementsprechend wurde mein PayPal-Account erstmal stillgelegt, weil ich halt im Minus war und das war sehr ärgerlich. Und das waren halt zwei Donations, die zurückgezogen worden sind nach über einem Monat, glaube ich. Mega unangenehm. Und ich hau gern mal was raus, wenn es locker geht, also nicht wehtut. Sehr gute Antwort. Ich habe nämlich heute mir persönlich einen. Oh Gott. Einen Auftrag gegeben, und zwar einen Bildungsauftrag, der da lautet, spendet nur, wenn ihr es euch leisten könnt. Und nicht, wenn es so gerade knirscht. Muss man eben speichern. Hui, aber nicht von mir, oder? Nee, nee, nee.
Aber ich werde auch nicht sagen, wer es war. Also es sind zwei Spenden von zwei Personen. Ich werde aber nicht sagen, wer es war. Das, nee. Personen werden schon ihren Grund gehabt haben. Aber es ist halt mega ärgerlich. Ich finde es halt mega lustig, weil bei dem einen war als Grund angegeben, das Produkt entsprach nicht der Erwartung. Bei dem anderen ist halt, dass die Authentifizierung nicht richtig gewesen wäre. Also es wäre gar nicht berechtigt gewesen, diese Sache zu machen. Okay. Also. Habe ich den... Nee, den Schlangenschlüssel habe ich nicht. Müssen da in den Zerlegungsraum. Hier sind doch jetzt bestimmt wieder Viecher, oder? Oh Gott. War das le... Scheiße. Oh Gott. Ist das mehr geworden? Oh! Ist das mehr geworden? Bitte. Es war doch beim letzten Mal nicht so dunkel, oder? Fuck, ist das dunkel. Okay, er speichert, dann kommt da gleich was. Laufe ich richtig? Ja, Entschuldigung. Wenn ich zu laut sein sollte, es tut mir leid. Hier war doch das letzte Mal auch noch Licht an. Ey, laut meinem Puls müsste ich tot sein. Hallo? Tut's dir nicht? Ja, okay. Hallo, Oma. Warte mal, ist das besser, wenn ich die andersrum trage? Also laut meinem Puls wäre ich gerade eben tot gewesen. Was machst denn du hier? Kann ich mehr am Singen? Guck nicht so. Nur weil die Oma da sitzt, heißt das nicht, dass hier nichts ist, ne? Okay, ich muss da irgendwie rüberkommen. Muss mich mal eben ordentlich hinsetzen. Ich habe übrigens das Gefühl, ja, der Pulsmesser, der, also das Handy greift ja die Pulszahl von meiner Uhr ab. Das hat einen leichten Delay. Boah, ich wusste es. Ah! Ich wusste es. Kackvieh.
85er Puls habe ich. Ich habe einen Ruhepuls von um die 60. So 60 bis 70 ist so normalerweise mein Ruhepuls. Mach zu. ...56 bis 64. Die Totenstarre muss eingesetzt sein. Seine Gelenke sind schon steif. Zeig, dass du ein echter Mann bist. Steck deine Hand in den Rachen. Nein. Rachen des Schweins. Aber das Schwein ist da. Ein abscheulicher, süßlicher Gestank. Er fängt schon an zu verwesen. Oh. Yay, der Schlangenschlüssel. Das schöne kleine Ding wird dir helfen, zwei Zugangskarten zu finden, die du brauchst, um an unserer Party. Genau, zeig, dass du ein Mann bist, Frau. Du musst dir den Eintritt verdienen, Ethan. Zeig, dass du ein Mann bist, Frau. Ich bin dabei, ich bin dabei. Rechts, und dann kommen wir da nämlich wieder zu der Tür, die wir jetzt öffnen können. Ich hab so Schiss, dass ich... Wow! Boah, das gibt's doch nicht. Geh weg! Ich hab nur noch 10 Schuss. Ja, ich gucke gerade wahnsinnig viel auf die Karte. Es tut mir wahnsinnig nicht leid. Fuck, wo laufe ich denn hin? Ich hab doch was gehört. Scheiße, 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 scheiße. Ich höre doch was. Ha, ich. Oh Gott! Holy shit!